In diesem Spezialvideo zeigen wir euch, wie ihr Haupt- und Frontkamera, Hörmuschel, Kopfhörerbuchse, Vibrationsmotor und gegebenenfalls Akku- und Antennenkabel beim Samsung Galaxy S7 tauscht. Die Reparaturen sind einfach. Solltet ihr dennoch Fragen haben, schreibt uns oder unsere Facebook-Community. Als Werkzeuge braucht ihr einen Spatscher, einen Schraubendreher, eine Pinzette, einen Saugnapf, ein Plektrum und eine Spielkarte. Darüber hinaus braucht ihr einen Föhn, der sich bis 60 Grad erhitzen lässt. Als erstes erhitzen wir mit dem Föhn die Rückseite des Handys, damit sich der Kleber aufweicht. Jetzt verwendet ihr den Spatscher, das Plektrum, die Spielkarte und gegebenenfalls den Saugnapf, um das Backcover abzulösen. Föhnt das S7 noch einmal, wenn ihr merkt, dass sich der Kleber nur schwach ablösen lässt. Sobald das Galaxy offen ist, entfernt ihr mit dem Spatscher die Klebereste an den Seiten des Mittelrahmens. Im Normalfall lassen sich die Streifen auch gut mit der Hand abziehen. Jetzt lösen wir die 12 Schrauben. Achtet darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Unser Tipp: Verwendet Klebestreifen oder eine Magnetmatte, um sie gut aufzubewahren. Entfernt jetzt das Antennenmodul sowie das NFC-Modul als auch das Lautsprechermodul mit Hilfe des Spatschers. Wie ihr seht, lassen sich die Module mit etwas Fingerspitzengefühl einfach abheben. Im ersten Schritt löst ihr defektunabhängig immer zuerst den Akku, damit kein Strom mehr fließt. Solltet ihr den Akku austauschen wollen, föhnt ihr diesen jetzt. Daraufhin verwendet ihr den Spatscher, um ihn vorsichtig an den Seiten zu lösen.
Wenn ihr keine weiteren Defekte habt, könnt ihr im Video etwas vorspulen. Im weiteren Verlauf zeigen wir euch, wie ihr den Akku wieder einbaut. Wie ihr seht, haben wir das S7 einmal gedreht. Im nächsten Schritt wollen wir die Hauptkamera aus der Platine nehmen. Dazu müssen wir alle Kontaktverbindungen der Platine mit dem Spudger lösen. Das hier ist übrigens die Frontkamera. Diese können wir gleich ausbauen. Für ihren Ausbau, aber auch den der Kopfhörerbuchse sowie der Antennenkabel muss die Platine nicht komplett entfernt werden. Für diese Defekte könnt ihr im Video auch etwas vorspulen. Um die Hauptkamera auszubauen, klappen wir jetzt die Platine um und lösen die letzte Flexverbindung. Nun können wir die Platine aus dem Gerät nehmen und die Hauptkamera mit dem Spudger entfernen. Schließlich setzen wir die neue Kamera an ihren Platz und drücken die Flexverbindung fest. Da die Platine nun abgenommen ist, können wir jetzt auch den Vibrationsmotor mit der Pinzette abmachen. Unmittelbar daneben erhitzen wir die Hörmuschel und lösen auch sie mit der Pinzette ab. Um die Kopfhörerbuchse zu tauschen, entfernen wir nun eine Schraube. Jetzt nehmen wir den Schraubendreher und drücken die Kopfhörerbuchse sachte nach innen. Bevor ihr mit der Pinzette die Buchse entfernen könnt, ist es wichtig, eine weitere Flexverbindung zu lösen. Schließlich entfernen wir jetzt auch die Antennenkabel mit Hilfe des Spudgers. Nun bauen wir die restlichen Ersatzteile, beginnend mit der Hörmuschel, wieder in das S7 ein. Jetzt folgt der Vibrationsmotor. Mit den Fingern drücken wir den Vibrationsmotor fest. Auch die neue Kopfhörerbuchse wird wieder an ihren Platz gesetzt. Jetzt schraubt ihr die Kopfhörerbuchse fest. Dabei ist es wichtig, dass ihr nicht vergesst, auch die Flexverbindung anzuschließen. Daraufhin setzen wir die Antennenkabel ein. Wie ihr seht, wurde das S7 einmal gedreht, um nun die Platine wieder einzusetzen. Jetzt schließen wir die beiden Antennenkabel an die Platine und drücken die Flexverbindungen fest.
Nun können wir auch die Frontkamera wieder an ihren Platz setzen und anschließen. Daraufhin verbinden wir den Akku mit der Platine und legen ihn an seinen Platz. Jetzt legen wir die drei schwarzen Module nacheinander ein. Nun das NFC-Modul. Und abschließend das Antennenmodul. Wie ihr seht, schrauben wir jetzt die 12 Schrauben wieder ein. Bevor ihr das Galaxy S7 komplett schließt, empfehlen wir euch, das Gerät anzumachen, um die Funktionsfähigkeit der eingebauten Ersatzteile zu testen. Schließlich reinigt ihr das Backcover mit dem Sputscher und gegebenenfalls auch etwas Reinigungsmittel. Defektunabhängig braucht ihr eine neue Klebefolie, wenn ihr das S7 aufmacht. Somit kleben wir jetzt die Klebefolie auf das Cover. Im vorletzten Schritt pressen wir das Backcover an Display und Mittelrahmen. Hierbei ist es wichtig, den Kleber an den Seiten festzustreichen. Für optimalen Halt füllen wir das Backcover noch einmal. Freut uns, dass wir zusammen repariert haben. Wenn ihr nicht weiterkommt, schreibt uns. Auf kaputt.de findet ihr Reparateure und Ersatzteile zum Selbstreparieren. Wir wünschen euch einen unkaputtbaren Tag.